Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur Popshow. Ja, letzte Woche gab es so richtig viel, weil es war ja die New York Toy Fair und da gab es ja Tonnen an Ankündigungen. Es war ein heftiger 14,5-Stunden-Tag, wo alle Viertelstunde irgendwas Neues kam. Und jetzt dachten wir, jetzt kehrt wieder Ruhe ein. Nein, weit gefehlt. Die ECCC ist gewesen. Nein, beziehungsweise ist jetzt bald, die Reveals sind gewesen. Das heißt, wir haben jetzt erfahren, was so rauskommt auf der ECCC. Ja, Emerald City Comic Con in Seattle. Und die ist Mitte März übrigens, falls ihr das noch nicht wisst. Und da haben wir heute ein bisschen was zu zeigen. Aber ich fange erstmal mit den Sachen an, die ich auch letzte Woche schon nicht gezeigt habe, weil letzte Woche habe ich mich ja auf die Toy Fair konzentriert. Wir haben unter anderem diesen goldenen Stan Lee hier, den ihr da schon die ganze Zeit im Bild seht. Der ist ziemlich cool. Stan Lee halt. Ja, damit ist ihm ein Denkmal gesetzt, auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass sie den Infinity Gauntlet nicht noch mit an die Hand gesetzt haben. Das hätte das noch ein bisschen mehr aufgewertet für mich. Ja, aber so ist der schon ziemlich cool. Ja, kann man sich holen, wenn man Bock hat. Ja, ist halt so ein Patina-Stan Lee. Ja, wie so eine Statue halt, so eine Bronzestatue. So, passend zu Stan Lee gab es dann auch noch einen Spider-Man neu. Und zwar ist das auch aus diesem Gamerverse-Ding, glaube ich. Ne? Und das ist so ein Punker-Spider-Man. Der singt das Spider-Man, Spider-Man, Radioactive Spider-Man, hast du meine Mark? So ungefähr läuft das bei dem. Na, auch schon relativ witzig, die Figur. Wahrscheinlich werden sie die Gitarre wieder nicht hinkriegen, wird wieder verbogen sein. So, was habe ich noch? Fallout, ja, die habt ihr auch schon gesehen, die haben wir schon gezeigt. Aber ich habe hier nochmal ein paar hübsche Bilder dazu, wie sie dann richtig aussehen. Finde ich relativ schick. Tatsächlich finde ich diesen Mottenman da unten, diesen Fliegenman, den Mothman, den finde ich ziemlich cool. Ja, das ist auf jeden Fall was, was mir gefällt. Ansonsten ist das halt relativ der Standard, ne? Neuer Vault Boy, der dann halt für Stärke steht oder was. Und dann die ganzen verschiedenen anderen, dann wieder irgendwie so eine Power Armor da. Das passt schon. So, Shazam kommt ja auch bald in die Kinos, genau, und da gibt es dann halt jetzt auch die ganzen Pops dazu und irgendwie denkst du dir so, hä, was haben die alle diese Kostüme an? Ist das jetzt ein riesen Spoiler? Ich weiß es gar nicht, aber es ist immer sehr interessant, die mal alle zu sehen so und irgendwie, ja, der, was heißt Chase, der Exclusive bei Hot Topic ist mal wieder relativ belanglos, ne? Da ist so ein schönes Glow-in-the-Dark-Leuchten außenrum, aber bei dem leuchtet wirklich nur die Brust und die Gürtelschnalle. Das war's dann auch schon. Also ziemlich miserabel wieder mal, ne? Für so ein Exclusive. Da hätte man auch ein bisschen mehr leuchten lassen können. Das finde ich doch ein bisschen schade. Das ist wie bei meisten, beim Shadow Heart, das leuchten nur die Augen. Ne? Was soll das? Lass das doch gleich. Ja. Dann lieber so wie bei dem Kollegen hier, glaube ich. Weil das sieht in Glow in the Dark dann schon wieder richtig cool aus. Das ist Dr. Facilier von Küss den Frosch. Und der sieht ziemlich cool aus. Und der hat eine Chase-Variante, die dann Glow in the Dark ist. Und da leuchtet dann natürlich die Maske. Ja, also dieser Totenschädel, den er sich da aufgemalt hat, und das sieht ziemlich genial aus. Ja. Ist ein bisschen mehr Fläche, das sieht ein bisschen cooler aus im Regal, als wenn da plötzlich nur so ein Blitz im Bild ist. Finde ich persönlich. Ne. Aber gut, Details, das ist immer so. Ne. Franco geht da gerne den Weg des geringsten Widerstands und macht dann einfach easy peasy, so wie es möglich ist, ohne großen Aufwand. Ja, dass man dann auch mal die Handposition verändert oder so, oder keine Ahnung, das ist dann zu viel verlangt wahrscheinlich. Ne. So, dann haben wir noch eine Geschichte, die habe ich letztes Mal leider nicht zeigen können und das ist noch wieder zur New York Toy Fair. Da haben wir nämlich auf jeden Fall nochmal was zu Spider-Man und zwar gar nicht mal so wenig. Ne? Das ist hier zum Homecoming, ne? Oder zum zweiten hier, keine Ahnung. Na, da haben wir Spider-Man. Ist das Homecoming oder ist das der zweite? Far From Home, es ist der zweite, es ist der neue. Und da haben wir auf jeden Fall einige nette Spideys und wir haben einen Happy Hogan, das ist auch ziemlich cool, Happy. Bis jetzt noch keinen Pop gehabt, von daher ist das auch eine feine Sache. Und wir haben diese MJ, ich setze es absichtlich in Anführungszeichen, MJ, das ist nicht meine MJ. keine Ahnung, es heißt ja angeblich, ist das eine MJ, es gibt aber vielleicht noch eine andere MJ, weil da gab es ja halt eine ziemliche Aufruhr, dass MJ keine rothaarige ist. So, dann nochmal zur New York Toy Fair. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was an Live-Bildern gesehen von Figuren, die vorher nicht so schön zu sehen waren. Unter anderem Pet Sematary. Ne, anhand der Katze erkennt man sofort, das ist auf jeden Fall aus dem alten Film. Ne, Pet Sematary zum alten Film. Da könnte man natürlich auch noch ein paar mehr Pops machen. Vielleicht kommen auch welche zum neuen Film. Ich bin sehr gespannt. Aber es ist schon schön zu sehen, dass man sich bemüht, uns Horrorfans mal wieder mit ein paar neuen Pops zu unterstützen. Da geht noch nicht weit genug. Da gibt es noch viel, viel mehr. Wann kommt endlich der Jigsaw-Killer? Oder die Pigface, also sozusagen als Jigsaw-Killer. Wann kommt Victor Crowley von Hatchet? Jeepers Creepers wäre schön, würde ich mich drüber freuen. Wo bleiben die alle?
Ja, es gibt noch unzählige, aber das wären auf jeden Fall schon mal ziemlich coole. Dann haben wir die Castlevania Pops. Die hattet ihr letztes Mal in der Show nur gesehen als Zeichnung. Hier haben wir sie nochmal in richtiger Variante. Die sehen auch schon relativ interessant aus. Finde ich ziemlich cool. Na, da war man sich ja noch nicht so sicher. Zum Beispiel, wie dieser Werwolf da aussieht. Der sieht auf jeden Fall auch witzig aus. Und der Dracula kommt auch ziemlich gut. Das kann man definitiv machen. Ja, Men in Black auch nochmal in Fotografie. Auch da sehen sie gleich viel besser aus als auf den Glamshots im Prinzip. Und ich glaube, ein Egger muss ich, glaube ich, haben. Mal gucken. Ja, die sind schon cool. Also es ist Men in Black, so der erste, das ist auch schon noch eine coole Sache. Von daher finde ich das schon interessant. So. Aber ne, ein Egger muss, glaube ich, sein. Die Schabe. Ja, was haben wir noch gesehen? Das ist jetzt schon nicht mehr New York Toy Fair. Das ist, habe ich vorhin Comic-Con gesagt? Nein, ich glaube nicht. Und selbst wenn, vergesst es. Ich meine Toy Fair. Wir haben noch einen weiteren Batman. Zuerst hatte ich den gar nicht als neuen Batman erkannt, weil es gab ja eine Ankündigung von Batman, Tim Burton Batman. Und das hier ist jetzt der Val Kilmer Batman, wenn ich so richtig sehe. Könnte auch Clooney sein. Er hat, warte mal, in welchem Film war denn der Riddler drin? Das war im Val Kilmer Film, genau. Also ist es Val Kilmer. Der hat nämlich eine Karte vom Riddler in der Hand. Ja, und natürlich seine Bat-Nippel. Ja, die sind da eingeführt worden in dem Film. Das musste sein. Ja. Aber witzig. Sieht ganz cool aus, muss ihn wieder als Pop dann aussieht. Ne? Dann gibt es noch was zu Batman. Und zwar Jim Lee wieder mal. Und zwar ist das Batman und Green Lantern. Und Green Lantern sieht da ziemlich cool aus. Gefällt mir richtig gut. Kann man machen, auf jeden Fall. Da gibt es ein neues T-Shirt zu Kingdom Hearts. Das ist ein GameStop-Exclusive. Rechnet aber nicht damit, dass das ohne weiteres nach Europa kommt. Wenn ja, wäre das eine Überraschung. Würde ich witzig finden. Es sieht vor allen Dingen ziemlich cool aus. Ich würde es mir auch kaufen, wenn es in meiner Größe zu kriegen ist. Aber müssen wir mal schauen. Ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben noch einen Genie. Und zwar bei Hot Topic kommt der Genie raus. Und zwar ist das eine Diamond Edition sozusagen, ne, in Glitter und so weiter und so fort. Das sieht auch ganz witzig aus. Ne, da werden sich wieder viele freuen. Vor allen Dingen der neue Genie sieht halt tausendmal besser aus als der alte. Light Fury, da hattet ihr schon vielleicht mitgekriegt, dass der eigentlich im Funko Shop oder sie eigentlich im Funko Shop Exclusive ist. Aber da gibt es jetzt auch international wieder so ein paar Veränderungen. Deswegen wird dieser Pop auf der NovaCon in Australien auch zu bekommen sein. So, und jetzt kommen wir zum Eingemachten, denn jetzt geht's los mit der ECCC. Ja, die C-Menge war gleich, war richtig. Und zwar haben wir einmal, die erste Ankündigung Marvel. Und zwar ist das Thor, wie er aus den Comics bekannt ist. Und wir haben, wie heißt er? Korat? Korat heißt er, glaube ich. Den kennt ihr schon aus dem Guardians of the Galaxy Film. Ne? So von wegen, oh, ich bin Star-Lord. Who? Wer? Ja, und der spielt in Captain Marvel auch eine Rolle. Dementsprechend werdet ihr den dann wiedersehen. Ja, das ist der Kollege. Dann haben wir eine neue Sombra. Ja, gut, so eine grüne Pixel-Sombra, keine Ahnung. Ich finde es halt schon wieder lame, dass das jetzt schon die dritte Sombra ist, die dasselbe Model nutzt. Da könnte man doch mal ein bisschen dran arbeiten, dass man das lässt und andere Skins macht. Macht doch mal legendäre Skins, die sind auf jeden Fall besser. Da haben wir alle ein bisschen mehr von, als nur 5 verschiedene Farbvarianten von einem und desselben Pops. Ich mag das immer gar nicht, deswegen ich sammle da auch nicht wirklich welche von. Von Sombra habe ich jetzt diese halb translucent Sombra mit dem lilanen Gesicht und die normale und das reicht mir vollkommen. Dann brauche ich nicht noch eine grüne und eine blaue und eine orangene, das ist alles okay. Macht Legendary Skins oder lasst es bleiben. So, Arya Stark kriegt auch einen neuen Pop und der sieht tatsächlich genauso aus wie die Rock Candy Variante. Also zumindest die Haltung ist genau die gleiche. Na, man hat sich da optisch sehr dran inspiriert. Auch ganz witzig, GOT-Fans wird es freuen, das passt. Dann haben wir was für die Dragon Ball Fans, da kommt Polunga. Oder Porunga, ich glaube der Kollege, der hat unterschiedliche Namen, je nachdem wo der herkommt. Wo du herkommst, ne? Also im Original heißt er wahrscheinlich Polunga. Aber man weiß das immer nicht. Ich kenne mich ja auch nicht so gut aus mit Dragon Ball und dementsprechend. Aber der sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ist ein 6 Zoll. Da freuen sich die Leute drauf. Das ist eine coole Sache. So, dann haben wir ja von Rick and Morty Jaguar. Dem Charakter kann ich auch nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber der sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Und sieht aus von wegen, hey, hier gibt's gleich, ne? Das ist so. Was haben wir noch? Wir haben Harry Potter. Ja, und zwar nicht Harry selber, sondern ein 3-Pack. Und das 3-Pack hat auf jeden Fall die Weasley Brothers drin und Ginny, wenn ich es richtig sehe. Glaube ich zumindest. Das sind auf jeden Fall diese drei Kollegen hier. Ne? Und
ja, die sind da in entsprechender Kostümierung. Finde ich auch sehr, sehr witzig. Ja, was haben wir? DC haben wir dann als nächstes. Mr. Mitziplix kommt raus. Das ist eine coole Sache. Falls ihr den nicht kennt, das ist so ein Gegenspieler eigentlich von Superman, der immer wieder auftaucht. Und Superman hat ja eine Schwäche. Es ist Magie und deswegen, außer Kryptonit, hat er auch noch Magie als Schwäche. Und deswegen geht Mr. Mitziplix ihm immer sehr auf die Nerven. Denn der verschwindet erst, wenn er seinen Namen selbst rückwärts spricht oder so. Irgendwie so ist das. Und das macht er natürlich nicht so problematisch, ne? Da muss man ihn immer reinlegen. Das sind meistens die lustigen Folgen gewesen, aber der, was heißt Folgen? Also die lustigen Comics, aber der ist auf jeden Fall mit dabei und sieht witzig aus. Ebenso die Black Canary dabei ist, die ist auch sehr witzig. Gefällt mir auch sehr gut. Und dann haben sie wieder noch eine 5-Star-Figur gemacht von genau demselben Batman, den wir schon zweimal rausgebracht haben. Der ist dann irgendwie auf 1000 Stück limitiert. Was das wieder soll, ich habe keine Ahnung. So, Carmen Sandiego wird auch wieder gesucht und diesmal ist sie in Glitter, die Glitter Carmen Sandiego. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist auch eine Zeichentrickserie im Prinzip, kennt man, gibt es auch Spiele dazu, na, ist sowas wie Find Waldo, nicht ganz, aber natürlich nicht, sie ist so eine Diebin oder so, Carmen Sandiego, irgendwie sowas, ist auch schon wieder lange her alles. So, dann gibt es hier Ramen. Kennt ihr Ramen? Das ist hier China-Nudel. Nein, das ist hier aus Gears of War, der Kollege hier. Ja, General Ram oder so. Sehr schön. Ja. Sieht doch super aus. Herzallerliebst, der Kollege. Aber sehr schön gelungen. So, dann natürlich, das hat alle Gemüter bewegt. Es kommen die drei Hyänen aus König der Löwen als Dreierpack. Ja, und Ed sieht fantastisch aus. Großartig, da werden sich auch wieder richtig viele freuen. Also die sehen wirklich fantastisch aus und es wird mit Sicherheit auch mit das beliebteste Dreierpack sein. Also da gehe ich mal ganz stark von aus, dass das so mit die Figuren sind, die danach auch am schwersten zu kriegen sein werden, wenn die dann erstmal ausverkauft sind. Dazu gibt es noch ein Dreierpack von DuckTales, Actionfiguren von Tick, Trick und Track. Hui, Dui und Louie finde ich jetzt relativ belanglos, finde ich, sehen auch nicht besonders toller aus, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie groß die dann sind, ob die dann von der Verhältnismäßigkeit entsprechend, ne, ich gucke gerade zu meinem Dagobert, den ich da stehen habe, der sieht nämlich ziemlich gut aus, ne, aber die gefallen mir jetzt zum Beispiel nicht so. So, dann haben wir, wen haben wir da? Wie heißt der? Jackel, glaube ich, oder so, ne? Oder Gakil. Ganz hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, wie der jetzt ausgesprochen wird, der Kollege. Aber das ist auf jeden Fall von Fairy Tail. Ne? Und der hat irgendwie dann auch noch irgendwie so Drachenscale, Dragon Scale oder so. Keine Ahnung, das ist irgendwie noch besonders. Ne? Auch sehr, sehr witzig. Im ersten Moment guckst du den an und denkst, hat er was mit Dragon Ball zu tun? Nein, hat er nicht. Das ist Fairy Tail. Ne? Dann haben wir eine Rock Candy Figur zu Starfire. Und das ist auf jeden Fall eine Bombshell Rock Candy Figur. Ganz, ganz klar. Auch die sieht ziemlich süß aus, wieder mal. Finde ich aber fast schon zu weit entfernt von dem Originaldesign von der Starfire. Ne? Die hat halt im Prinzip nur noch die Kleidungsfarbe, die Hautfarbe und die Haarfarbe beibehalten. Ansonsten wirkt da nicht mehr sehr viel nach Starfire. Kann man machen, finde ich jetzt aber nicht überragend. Also ich bin ja großer Rock Candy Fan und die muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, dann haben wir den Pillsbury Knetmasse-Mann. Keine Ahnung. Pillsbury, ist das von Knack und Back und so? Ist das nicht dieselbe Figur? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen die, glaube ich, auch sowas, ne? So auf Backzeug. Der sieht auch ganz witzig aus. Der gefällt mir ganz gut. Den gibt es auch schon in anderer Variante. Hier hält er aber so ein Ding in der Hand, wo ein Kleeblatt drauf ist. Das ist dann die Besonderheit an dieser Figur. Sour Patch gibt es auch noch was Neues. Das finde ich auch total merkwürdig. Ich weiß nicht. Das sind halt Gummibärchen sozusagen. Nur eben als nicht als Bärchen, ne? Sondern als andere Figuren. Das ist dann okay. Kann man machen. Kann man machen, aber wie gesagt, die sind auch nichts Besonderes. Der ist jetzt irgendwie glitzernd und so, keine Ahnung. Aber ich bin gespannt, wie gut die laufen werden und ob die überhaupt nach Europa kommen. Also ich meine, klar, das ist jetzt ECC, da wird man wahrscheinlich dann über Popculture rankommen, wenn man will. Aber keine Ahnung. So, was haben wir noch? Void von Incredibles 2, würde ich mal behaupten. Kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich habe tatsächlich Incredibles 2 noch nicht gesehen, deswegen weiß ich das nicht. Es könnte auch von Ralf Reichts sein, aber weiß ich nicht, weil Void passt ja zu allem so ein bisschen. Ich vermute mal Incredibles 2, ne, einfach weil es halt so Superhelden thematisiert ist. Deswegen denke ich mal, ne, es ist auf jeden Fall Disney Pixar, ne, und der Charakter heißt Void. Dann haben wir Office Space. Das ist ein
TV-Moment, Movie-Moment, Movie-Moment. Office Space ist ein Film, wo zwei Typen einen Kopierer kaputt schlagen. Gut, ja, kann man brauchen. Ja, dann haben wir hier Bill Murray als Steve Zissou, ja, aus Life Aquatic. Ich habe gerade den deutschen, die Tiefseetaucher hieß das, glaube ich, auf Deutsch. Ein ganz seltsamer Film, auch nicht jedermanns Sache, dass der Film, aber die Optik ist natürlich relativ ikonisch schon inzwischen mit dieser roten Mütze. Owen Wilson spielt da auch mit in dem Film. Es ist ein ganz, wirklich ganz merkwürdiger Film. Ich finde den selber extrem schräg und ich habe auch gar keine Ahnung, ob ich den witzig fand. Es ist lange her, wo ich ihn gesehen habe und ich glaube, ich fand ihn nicht besonders. Aber gut, manche Sachen sind einfach Kult und das entgeht einem. Ne? Man kann nicht bei allem immer mit dabei sein, man kann auch nicht alles gut finden zum Glück. Na, und hier ist das genauso, aber Bill Murray als Pop ist natürlich immer gern gesehen. Dann gab es neue Funk-O's. Ja? Und wenn ihr wissen wollt, wie die schmecken, ich habe neulich mal welche probiert. Ne? Müsst ihr mal auf dem Kanal in den letzten Vlog gucken. Da habe ich die Funk-O's probiert, ne? Die roten. Ne? Ich habe auch oben, seht ihr im Regal da oben, ach ne, seht ihr gerade nicht, weil da ist ja gerade das Bild davor, auch von Pennywise welche da. Und das sind hier die grünen mit einem Green Ranger mit dabei. Die sind natürlich ziemlich cool, wenn wer da Bock drauf hat. Ne? Ich würde tatsächlich die anderen auch nochmal probieren, wenn ich nochmal solche in die Finger kriege. Mal gucken, wer weiß. Vielleicht ergibt sich das nochmal. So, dann gibt es wieder Pez-Spender. Oh, Funko mit ihren Pez-Spendern. Nervt euch das auch übrigens? Habt ihr da Bock drauf? Ich meine, die kommen eh nicht nach Europa, weil Lebensmitteleinfuhrbestimmung und so. Aber findet ihr das toll, dass Funko da jetzt so extremst raushaut und ohne Ende Pez-Spender rausbringt zu jedem? Sagen wir es ehrlich, Scheiß im Prinzip. Ich finde das ziemlich ätzend. Ich finde, die sollten ihre Energien lieber auf Sachen konzentrieren, die einfach gut aussehen, weil diese langweiligen Pez-Spender-Formen, ich weiß, da gibt es eine Sammelleidenschaft bei den Leuten, aber ich muss das echt nicht haben zu jedem Film. Ich find's nicht dolle. Und da gibt es dann auch noch einen Pop zu Ramona Flowers. Wir sind nämlich bei Scott Pilgrim angelangt. Und da gibt es einen Ramona Flowers Pop, der auch ziemlich cool aussieht. Gefällt mir ganz gut. Aber die Pez-Spender, die könnt ihr behalten. Lasst die einfach weg, bringt sowas nicht. Keine Ahnung, diese Kooperation ist uninteressant. Zumindest in Europa interessiert das wahrscheinlich keinen Menschen. So, was haben wir noch? Grishnak. Ja, auch ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Das ist einer unserer lieben Trolle, nein, Orks, entschuldigt bitte, aus Herr der Ringe natürlich. Ja, Lord of the Rings, da kommt dann Grishnak raus. Ich finde, der sieht aus, als hätte er Bananen an seinem Kostüm, aber gut, das bin nur ich. Der sieht auf jeden Fall ziemlich schräg aus. Den muss man mal live sehen, wie der dann aussieht. Vielleicht sieht er dann ziemlich cool aus. So, dann gibt es ein neues Vinyl-Set zu Der Zauberer von Oz. Ich hatte ja auch mal das mit der Vogelscheuche und Dorothy, das habe ich nicht mehr. Ne, aber da kommt jetzt noch ein zweites dazu mit dem feigen Löwen, nein, mit dem feigen Löwen, naja, eigentlich ist er ja der mutige Löwe, ne? Und mit dem Zinnmann. Sieht fantastisch aus für Fans von Zauberer von Oz, auf jeden Fall ein Muss, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ne, bei Vinyls rate ich euch übrigens, guckt bei EMP, wartet eine Weile, die gehen da immer ratzfatz runter vom Preis und dann kostet so ein Set, das sonst 30 Euro kostet, auch gern mal nur noch 10. Ne, einfach ein bisschen abwarten. Ne? So, dann sind wir schon fast durch. Und zwar haben wir jetzt noch Freddy Funko mit einer, weiß ich nicht, mit einem Fisch. Ne, ist das so eine, wie man sagt, im Englischen Trout. Ne? Früher gab es immer, ne, haut ihm mit einem Fisch um die Ohren oder so. Keine Ahnung. Habe ich irgendwie so im Hinterkopf, dieses Trout. Frag mich nicht, keine Ahnung, was das soll. Seattle, wahrscheinlich so eine Anglerstadt, das weiß ich. Da gibt es dann noch einen zweiten dazu, da hat er noch eine andere Hosenfarbe an. Ja, vorher hat er die braunen Hosen angehabt, zur Sicherheit, und dann hat er die gelben Hosen angehabt, wahrscheinlich auch zur Sicherheit, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich finde die Freddy Funkos alle eher so, das ist so überhaupt nicht meins. Ja, dann haben wir eine Sache, die ist eigentlich total meins, und ich finde es fast schade, dass da einer rauskommt, weil, gut, der ist limitiert, glaube ich, ne? Der hat eine Stückzahlbegrenzung, weil den habe ich nämlich auch im Regal stehen, nur in Grau. Das ist Finduchomp. Für mich einer der tollsten Pops, die überhaupt rausgekommen sind im letzten Jahr. Ne? Und auch aktuell, die kriegt man ja jetzt gerade im Prinzip erst wirklich hier. Ne? Fantastischer Pop. In Blau finde ich den jetzt nicht besonders. Ich mag einen Hai in Grau, das passt. Ne? gefällt mir trotzdem vom Model her sehr, sehr geil. Ich finde es schön, dass Funko so tolle Eigenproduktionen hat, genau wie die Möwe oder den Wiener. Das ist schon ziemlich geil. So, ab und zu bringt Funko übrigens Skateboards raus, so auch jetzt. Tatsächlich kann man momentan bei EMP eins kaufen, und zwar das zu Der Weiße Hai. Kostet aber stolze 90 Euro das Deck. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice so. Ne? Hier gibt es dann ein The Big Lebowski Deck auf der ECCC. Das ist eine feine Sache, das finden wir gut.
So, und dann gibt es den Kollegen hier noch und der ist bis jetzt noch nicht offiziell angekündigt als Pop tatsächlich. Also da begeben wir jetzt in das Reich der Mythen und Legenden, wo wir nicht hundertprozentig sicher sind, ob das kommt. Aber das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Das ist ein Freddy, wie ich den akzeptieren kann. Das ist eine ganz eigene Sache, sieht schick aus. Kann man machen. Ja, der Freddy. Freddy Funko. Ja, wunderschön. Und das war's für heute. Ich bin durch mit dem Ding. ECCC, sehr interessant, sehr spannend. Kann sein, dass noch was kommt, dann mache ich die Restauslese dann in der nächsten Popshow. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor die Convention ist. Wer weiß, ob da noch was angekündigt wird. Jetzt die letzten zwei Tage war es still. Ja, sagt mir gern, was ihr von den Sachen haltet. Werdet ihr nachts wach bleiben und bei Popculture warten, dass ihr die Sachen bestellen könnt? Interessiert mich sehr. Einfach in die Kommentare damit. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Daumen, Abo, Benachrichtigungsglocke, wieder anschalten. Hey, es ist so einfach. Ja? Ich bin raus für heute. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.